die Welt offenbar ein Stein im Wasser, ein Feld, das den Stein nach unten sieht, das Wasser, das verdunstet in die Luft übergeht, beschienen von der Sonne. Das ist nicht die Welt, das ist nur das, was in der Welt passiert. In der Welt passiert viel mehr. Was ist die Welt, ist eigentlich gar nicht die richtige Frage. Sondern was wir in den Naturwissenschaften beantworten können, ist die Frage, woraus die Welt besteht. Und angefangen hat es eben mit den griechischen Philosophen, die sich überlegt haben, woraus denn die Welt besteht, welche Prinzipien die Welt ausmachen. Nämlich Feuer, Wasser, Luft und Erde. Das war ihr Ansatz. Von Wahrheit weiß ich nichts zu sagen in den Naturwissenschaften. Wir suchen sie zwar, die Wahrheit, aber sie hat in den Wissenschaften nichts zu suchen. Die Wissenschaften sind ein Wahrheitsfindungsprozess, nicht ein Wahrheitssuchen. Und wir, nein, das stimmt eigentlich nicht. Wir suchen schon, aber wir finden sie eben nicht. Wir versuchen sie zu finden. Aber nein, wo will ich denn hin? Ich will Sie natürlich langsam darauf vorbereiten, dass ich Ihnen die Welt kaputt machen werde. Nicht? Wahrheit, so sagt Lessing, ist nur was für die Götter. Was uns bleibt, ist die Wissbegierde. Also herauszufinden, was denn tatsächlich ist, was uns antreibt, ist immer noch die Wissens, sind die Wissenslücken. Das sind die Vitaminspritzen für die Wissenschaft. Und was ich jetzt machen werde, ist Ihnen sozusagen systematisch zu zeigen, was wir alles über die Welt wissen. Wir machen eine Inventur. Im Grunde genommen hat wieder alles damit begonnen, dass ein griechischer Philosoph, eigentlich zwei, nämlich Leukipp und Demokrit, sich überlegt haben, ja, also mit den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde, das scheint uns doch ein bisschen zu wischiwaschi zu sein. Und dann gab es sowieso noch die Auseinandersetzung zwischen Heraklit und Parmenides. Ja, was denn jetzt? Ist es ein Sein, ein ewiges Sein? Oder ist es ewige Veränderung? Was ist es denn jetzt? Und dann haben Demokrit und Leukipp sich auf den Standpunkt gestellt, die Welt besteht aus Teilchen, die nicht mehr geteilt werden können. Atomen. Atomos war das griechische Wort. Und dann fingen sie sozusagen an, die Welt aus ihren Atomen zusammenzubauen. Plancker Materialismus. Und diese Idee der Atome, die hat sich bis heute durchgesetzt. Es gibt Physiker, die sagen, das Atom ist die Leitidee des 20. Jahrhunderts. Also wenn überhaupt was vom 20. Jahrhundert übrig bleibt, neben vielen Bildern natürlich, ist es die Idee des Atoms. Dass Menschen auf den Gedanken gekommen sind, zu untersuchen, aus was die Welt besteht. Ja, dann fangen wir mal an. Ne? Aus was besteht denn die Welt so? Ja, sie besteht natürlich offenbar ja aus Material. Hier zum Beispiel Holz. Also das ist schon eine Grenzform von Materie, also ein Lebewesen. Es gibt Gesteine. Es gibt also Material unterschiedlicher Dichte, unterschiedlicher Härte, unterschiedlicher Struktur. Woraus besteht das alles? Wenn man also dann langsam in die Materie einsteigt und dann verlieren wir jeden Blick für die Natur. Wenn wir richtig tief in die Natur einsteigen, verlieren wir den Blick für das, was wir mit unserem normalen Sinn als Natur verstehen. Völlig. Ja, wir sehen dann wirklich vor lauter Atomen den Baum nicht mehr und vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja, was glauben Sie, was wir jetzt machen werden? Wir steigen jetzt ein und gehen irgendwo in irgendein Atom, in irgendein Molekülverband dieses Universums, nämlich zum Beispiel in das hier. Wir nehmen uns einen Stein und fangen an, damit einzudringen. Richtig rein. Und zwar in eine Welt, die wir nicht mehr sehen können, wo wir keine Möglichkeiten mehr haben, im Mikroskop zu gucken mit unseren Augen, wo wir auch keine Möglichkeiten mehr haben, uns irgendetwas richtig sauber vorzustellen, obwohl, ich weiß, auch für Sie sind Elektronen kleine gelbe Kugeln, für mich auch. Und es gibt sie aber gar nicht. Wir wissen gar nicht, ob es Kugeln sind oder ob es was anderes. Es ist irgendwas ganz, ganz anderes. Ich will Sie darauf vorbereiten, wir steigen ein in die Welt der Atome. Wie groß ist ein Atom? Jetzt könnte ich Ihnen eine Zahl nennen, mache ich aber nicht. Was ich stattdessen tue, ist, ich mache einen Vergleich. Wenn ein Atom, und zwar das kleinste Atom, ein Wasserstoffatom, wenn das so groß ist wie ein großes Fußballstadion, was immer Sie nehmen wollen, was Ihr Lieblingsverein ist. Und das Elektron rast auf dem äußersten Tribünenrang umher. Ja, das wissen Sie ja doch, dass Atome natürlich in ihrem Außenbereich aus Elektronen bestehen, negativ geladen. Dann ist ein Atomkern, in dem 99,99% der Masse des Atoms stecken, so groß wie ein Reiskorn am Anstoßpunkt im Mittelkreis. So, das heißt, ein Atom besteht so gut wie aus nichts. Es ist eigentlich nichts. In der Mitte ein wahnsinnig schwerer Atomkern im Vergleich zum Elektron. Außen drumherum, in einer Ewigkeit weit weg, ein Elektron. So sehen Atome aus. Jetzt ist es aber so, dass der positiv geladene Atomkern des Wasserstoffs, ja,
Der besteht seinerseits wiederum aus Teilchen, wie sich herausgestellt hat. Und wir müssen noch tiefer in die Materie eingehen, noch tiefer, noch tiefer. Die Bausteine der Atomkerne, also in dem Fall beim Wasserstoff nur ein Proton, sind wiederum eingeteilt in verschiedene Gruppen. Es gibt sogenannte Quarks. Das sind Elementarteilchen. Ein Proton zum Beispiel besteht aus 2 Up-Quarks und einem Down-Quark. UDU, so kann man sich das merken. Proton ist UDU. Es gibt noch andere Bausteine in den Atomkernen, das sind die Neutronen. Das sind elektrisch völlig neutrale Teilchen. Die tauchen aber eigentlich erst auf ab dem Helium. Also normales Wasserstoff hat ein Proton im Kern. Helium hat 2 Protonen, 2 Neutronen. Es gibt zwar Isotope, also die gleiche Menge an Protonen, also gleiches chemisches Element, aber unterschiedliche Menge an Neutronen. Aber wir halten uns einfach mal an die normale Abfolge. Wasserstoff und Helium, das sind die beiden leichtesten Elemente im Universum. Und bei Helium sind eben 2 Protonen zusammen und 2 Neutronen. Also die Neutronen sind ebenfalls wichtig offenbar für den Aufbau von Atomkernen. Erinnern sich noch? Die Atomkerne, das waren diese winzigen Reiskörner am Mittelkreis, am Anstoßpunkt, wenn das Atom so groß ist wie ein Fußballstadion. In diesem winzig kleinen Bereich sind die Atombausteine zusammengepresst. Und das ist nicht einfach zu verstehen. Das bedeutet nämlich, dass es eine Kraft geben muss, die diesen Atomkern zusammenhält, die ihn vor allen Dingen so wahnsinnig winzig macht. Was ich ja noch nicht gesagt habe, eine Zahl kann man ja mal sagen, ein Proton, also ein Teilchen, das positiv geladene Teilchen im Atomkern, ist knapp 2000 Mal schwerer als ein Elektron, trägt aber die gleiche Menge an Ladung wie ein Elektron. Also nicht das gleiche Vorzeichen. Elektronen sind ja negativ geladen, Protonen sind positiv geladen. Aber der Massenunterschied ist gewaltig, der ist riesig. Und das Proton besteht eben seinerseits aus 2 Up-Quarks und einem Down-Quark. Diese Unterstruktur des Protons hat man gefunden. Ein Elektron gilt als Elementarteilchen. Das wäre ein Teilchen im Sinne Demokrits. Also das ist offenbar nicht weiter zu unterteilen. Und die Quarks, diese Up-and-Down-Quarks in den Protonen und auch im Neutron sind 2 Down, 1 Up-Quark, die gelten auch als Elementarteilchen. Sie werden verbunden, die Quarks, durch Gluonen. Das sind jetzt, wie soll ich das sagen, das sind quasi Makler. Also Kraftüberträger. Es gibt ja Kräfte, die Teilchen miteinander verbinden. Und das Interessante ist jetzt, dass die wirkliche Masse eines Atoms, habe ich ja schon gesagt, steckt im Atomkern. Und die wirkliche Masse eines Protons steckt jetzt nicht in den Massen der Quarks. Nee. Die wirkliche Masse des Protons steckt hauptsächlich in der Bindungsenergie. Also in der Energie, die diese Quarks zusammenbindet. Merken Sie was? Das Ganze um uns herum hier, das löst sich alles auf. Wenn Sie anfangen, auf dieser Ebene Materie zu betrachten, dann kommen Sie zu einem merkwürdigen Ergebnis. Dass nämlich Materie gar nicht aus Materie besteht. Das sind Bindungsenergien, die es ausmacht. Und es wird noch alles viel abstruser. Das, was wir hier vor uns sehen, ist ja eine Welt bei relativ moderaten Temperaturen. Vor allen Dingen unterhalb von 10 Milliarden Grad. Ja, das ist jetzt ein Sprung. Ich meine, wir haben jetzt hier vielleicht 10, 15 Grad, wunderbare Temperaturen, sehr angenehm. Aber oberhalb von 10 Milliarden Grad löst sich die Welt auf. Oberhalb von 10 Milliarden Grad wird Strahlung zu Materie und Materie zu Strahlung. Oberhalb von 100 Billionen Grad lösen sich sogar solche Teilchen auf wie die Protonen. Je heißer es wird, umso weniger und weniger und weniger und weniger feste Teilchen gibt es. Dann löst sich alles auf. Dann tauchen ganz andere Quarksorten auf. Wie gesagt, das, was wir hier so darstellen, ja, Kohlenstoffeinheiten, wie wir so sind, wir bestehen nur aus Up-and-Down-Quarks. Es gibt aber laut Theorie, so hieß es, gibt es noch 4 andere Quarksorten. Und die hat man auch alle gefunden. Und kein Mensch weiß ganz genau, für was die eigentlich zu Nutze sind. Denn das Material, aus dem wir bestehen, das Material, aus dem die Sterne und Galaxien bestehen, das sind ja Up-and-Down-Quarks. Für was braucht man denn die anderen noch? Strange, Bottom, Top und Charm. Ja. Eines dieser Quarks, eines dieser elementarsten Elementarteilchen, das Top-Quark, ist so schwer wie 175 Protonen. Müssen Sie sich mal überlegen. Ein Wahnsinn. Und ist ein Punkt. Und niemand weiß, wohin. Ja, niemand weiß es. Ja, so sieht die Welt aus. Also das auf der allerelementarsten Ebene.
Jetzt will ich Ihnen, wie gesagt, ich will Ihnen das Bild ja nicht kaputt machen. Aber man muss einfach auch mal sagen, es geht über den atomaren, den elementaren Charakter hinaus, gibt es etwas, was wir heute definitiv wissen. Ich habe ja am Anfang gesagt, von Wahrheit weiß ich nichts zu sagen. Es gibt allerdings Aussagen, da sind wir eigentlich ganz gut. Muss schon sagen. Nämlich das Periodensystem der Elemente. Das ist sozusagen die Inventurliste der atomaren Konstituenten des Universums. Da ist uns nämlich was gelungen, das kennen Sie, da ist uns was gelungen, wir haben sie alle. Also nicht von wegen, du hast ja nicht mehr alle, sondern wir haben sie alle. Alle. Wir kennen alle Elemente des Universums. Alle. Alle chemischen Elemente. Alle. Das ist ungeheuerlich. Angefangen beim Wasserstoff, über Helium, Lithium, Beryllium, Bor und so weiter und so weiter, kennen wir alle. Es gibt im Periodensystem der Elemente keine Lücken mehr. Also das ist ziemlich großes Kino. Ne? Dass nämlich wir von allen Elementen, die es im Universum gibt, schon außerordentlich viele Informationen haben. Wir kennen alle stabilen Elemente, alle, wirklich alle. Und das bedeutet, dass man auch in 500 Millionen Jahren zum Beispiel immer noch den Kindern in der Schule beibringen wird, aus was die Welt besteht. Nämlich aus diesen 92 stabilen Elementen. Und da gibt es natürlich auch noch Elemente, die sind radioaktiv, also die sind völlig instabil, die zerfallen. Wir können sogar inzwischen Elemente im Labor erzeugen. Das ist aber für eine Diskussion, was die Welt ist, also so wie sie tatsächlich ist, ohne unser Eingreifen, ist es nicht so wichtig. Obwohl es interessant ist, dass man Elemente dadurch erzeugen kann, dass man andere Atomkerne miteinander zusammenstoßen lässt und dann für kurze Zeit sehr, sehr schwere, große Kerne erzeugen kann. Also das Periodensystem der Elemente, das ist eigentlich für mich so der Punkt, wo ich dann auch den ganz großen kosmischen, die ganz große kosmische Brücke bauen kann. Das Periodensystem der Elemente ist nämlich vollständig. Jedes Element hat immer ein Proton mehr als das vorherige. Wir wissen sogar, warum die chemischen Elemente die Eigenschaften haben, also die Verbindungseigenschaften, wie sie haben. Selbst das verstehen wir. Wir verstehen, wie sich Elektronen in den Hüllen der verschiedenen Atome miteinander vermischen. Wie zum Beispiel ein Alkalimetall wie Natrium sich mit einem Halogen, also mit Chlor, zum Salz verbindet. Warum Wasser unter normalen Bedingungen eine Flüssigkeit ist. Und. Das heißt, wir verstehen etwas über die grundlegenden Prozesse innerhalb der Materie. Innerhalb der Materie. Und das gilt auch für andere Planeten. Wir haben hier wieder dieses, wo ich immer sage, das ist eines der ganz großen Schätze, die wir in der Wissenschaft haben, dass wir zunächst einmal am Anfang so unglaublich, klingt ja so arrogant, behaupten, die Naturgesetze, die wir kennen, die gelten überall im Universum. Immer und überall. Um dann festzustellen, hey, tatsächlich, das, was wir vom Universum bekommen an Informationen, das bestätigt diese Hypothese. Und wenn wir dann im Labor wieder eine Entdeckung machen, wie zum Beispiel die Entdeckung, dass Protonen und Neutronen aus Quarks bestehen, dann hat das sofort Konsequenzen. Und zwar nicht nur für unsere Vorstellung von Materie hier auf der Erde, sondern gleich für die Entwicklung von Materie im ganzen Universum. Das heißt, da gibt es eine große Verbindung, es gibt eine riesige Verbindung, oder eigentlich die größte Verbindung, die es überhaupt gibt, ist die von den Elementarteilchen, also von den ganz, 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 ganz kleinen Teilchen hin zum Universum. Die Auflösung der Materie bei sehr, sehr hohen Temperaturen, das ist im Grunde genommen der Gang in die Anfangsphasen des Universums. Als das Universum ganz klein war, ganz dicht war, ganz heiß war, zu diesen Zeiten, ganz am Anfang, war das Universum eine einzige Quark- und Antiquark-Suppe. Up und Down und Top und Strange und Bottom, alles war da. Ne? Alles. Charm auch. Und aus diesen Teilchen ist alles geworden, was in dieser Welt irgendwie relevant ist. Und das Merkwürdige ist, es sind eigentlich nur ganz wenige Teilchenfamilien wirklich notwendig, um die Welt so aufzubauen, wie wir sie heute sehen. Heute besteht alles aus Up-Quarks und Down-Quarks, ein paar Neutrinos, ein paar Elektronen und das ist es. Ob das allerdings wirklich die Welt ist, wie wir sie besonders schätzen, das glaube ich nicht, denn dafür ist sie viel zu schön.